Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Ich muss gerade ein bisschen leise sein, weil hinten im Gamingzimmer ist Leontin gerade, Leute. Und zwar, Leontin denkt, wir nehmen jetzt ein Brawl Stars Video auf, aber in Wirklichkeit versuche ich heimlich, sein Handy zu hacken, Leute. Ich werde versuchen, an sein Handy zu gehen und so zu gucken, was er dort alles so macht, mit wem er schreibt, Leute, seinen YouTube-Kanal mir anschauen und so weiter. Es wird ein richtig krasses Video. Ich hoffe, es geht auf. Mein Plan ist es, gleich reinzugehen und zu sagen, mitten in der Aufnahme sozusagen, yo, Leontin, hör mal, so, ich muss jetzt hier fürs Brawl-Stars-Video was vorbereiten. Das darfst du kurz nicht sehen, und dass er halt kurz rausgeht und dann in der Zeit, dass ich das Ganze mache, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und let's go. So, Leontin. Ja? Ich wäre dann auf jeden Fall bereit. Wirklich? Ja, wir können jetzt eigentlich mal anfangen mit dem Brawl Stars Video, ne? Ja. So, okay. Ey, Leontin, ich würde sagen, guck mal, du siehst hier schon meinen Hauptaccount, ne? Ja. Und ich dachte, du kannst dir jetzt erstmal so angucken, was ich für so Brawler habe. Schau dir mal so meine Brawler ein bisschen an. Ja. Nur kurz was gucken, okay? Ja, was willst du gucken? Ich will mal deine Sammlung ansehen. Ah, meine Skins. Guck mal, ja. Du kannst hier zum Beispiel auf die legendären Skins gehen, dann siehst du die alle. Das ist schon krass, ne? Hast du den etwa auch? Ja. Welcher fehlt dir denn den alle? Den Spike. Ich habe jeden Skin, außer Star Shelly, Leontin. Okay, Leontin, oh lol, stimmt, mir fällt gerade ein. Ich muss nochmal für ein Video so heimlich ein paar Sachen machen, mit denen ich dich gleich überraschen kann auf dem Brawl Stars Account. Okay. Okay, also, ja, wär nice, wenn du einfach so kurz, so 5 Minuten kurz warten könntest. Okay. Okay? Mhm. Alles klar. Dann, genau, perfekt, das kannst du einmal hinlegen. Zack, okay, dann bis gleich, würde ich sagen. Ja, tschüss. Ciao. Okay, okay, dann bis gleich, ne? Okay. Oh mein Gott, er hat sein Handy da gelassen, Leute. Hey, ich habe schon gedacht, er nimmt's mit. Bro, ich hatte schon richtig Angst. Moin, Leute. Und zwar, genau, Leute, ich muss natürlich gar nichts machen in Brawl Stars, aber wir können jetzt in Leontins Handy gehen. Und zwar, Leute, habe ich heimlich auch schon gesehen, was hier sein Code ist. Den zeige ich euch jetzt nicht. Ich habe das heimlich so abgeschaut heute schon. So, ich habe, oh mein Gott, ich bin jetzt in Leontins Handy drin, Leute. Und jetzt werden wir mal schauen, was wir bei Leontins Handy so finden werden. Also erstmal, Digga, der hat ja nur diese Apple-Apps. Digga, die McDonalds-App, das ist geil. YouTube-Studio, oh, da können wir in seinen YouTube-Kanal in so geheime Informationen sehen, Leute. Das machen wir gleich. Okay, Leute, und bevor es weitergeht, vergesst auf gar keinen Fall unseren neuen Candy-Merch. Der kommt diesen Freitag, 9.2. um 18 Uhr raus. Limitiert auf 2000 Stück, Leute. Mit der Burger-Pommes-Limo, der Müsli-Schüssel und der handsignierten Autogrammkarte. Gönnt euch. Ich würde sagen, und WhatsApp, das machen wir auch gleich. Mit wem schreibt Leontin so, Leute? Ich würde sagen, StumbleGuys haben wir hier aber auch noch am Start. Leute, ganz wichtig, ich habe auch in StumbleGuys einen Creator-Code, und zwar Team Lukas. Seht ihr mal hier eingeblendet? Einfach mal gerne eingeben. Und no, ein Update, Leute, nein. Geht das auch ohne? Ah, ja, okay, das geht auch ohne, Leute. Was ist denn das für ein Account von ihm? Das ist ja komisch. Also eigentlich hat er ja so seinen normalen Account. Okay, aber ich würde sagen, Leute, wir lassen trotzdem mal hier, wie gesagt, nochmal was da, dass wir das hier waren. Einfach mal Team Lukas eingeben, Leute. Und zack. Leute, also ich habe jetzt einfach mal den Creator-Code eingegeben, aber leider kann ich hier nicht viel machen, weil das ist nicht so sein Hauptaccount. Aber ich würde auch sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hier in sein YouTube rein, Leute. Und zwar, er hat hier YouTube-Studio. Da kann man auf jeden Fall so alles sehen über seinen YouTube-Kanal. Da gehen wir auf jeden Fall auch gleich rein. Ich hoffe, oh, guck mal, er hat hier auch YouTube. Und oh mein Gott, ihr seht schon mein YouTube, Leute. Das ist sein YouTube-Kanal, Leute. Und hier können wir jetzt einfach mal gucken. Digga, Community. Oh, Alter, ey, ich habe gerade eine richtig gute Idee, Leute. Kann er hier schon Post machen? Oh mein Gott, Digga. Okay, ich würde sagen, Leute, wir machen jetzt nicht einen Community-Post rein. Digga, er hat hier einfach schon so ein paar Bilder auf diesem Handy. Ist ja zu lustig. Aber ich würde sagen, wir müssen erstmal hier ein Bild machen. Okay, Leute. Und zwar, so, wir machen hier so ein Selfie. Okay, Leute. Let's go. Und das posten wir jetzt einfach auf seinem YouTube-Kanal. Oh mein Gott, Leute. Wir schreiben jetzt so dazu. Ihr seht das Ganze jetzt. So, Leute. So. Verratet mich nicht. Ich habe wieder so Leontins Kanal gehackt. Let's go, Leute. Und dann machen wir noch hier so nice Burger Pommes. Oh, Leute, Leontin hat schon mal Herzen hier geschrieben. Aha. Das müssen wir auf jeden Fall gleich mal prüfen. Aber genau, Leute, ihr seht schon, Leute, verraten mich nicht. Ich habe wieder Leontins Kanal gehackt. Posten. Hat das jetzt funktioniert, Digga?
Let's go, Leute. Wir haben jetzt öffentlich das Bild bei Leontins Kanal gepostet. Digga, wie geil. Und Leute, jetzt werden wir, bevor wir in WhatsApp gehen, nochmal hier in seine YouTube-App gucken. Und zwar, Leute, ihr seht schon, Leontin, das sind seine Abonnenten. Hier sehen wir, wie viele Aufrufe Leontin gemacht hat. Ey, richtig krass, Leute. Könnt ihr auch mal gleich ein paar Kommentare lesen und so. Schaut mal, das sind so seine Klicks, die er so aktuell macht. Oh, und das sind seine beliebtesten Videos bisher. Alter, 500.000 Klicks, Digga. Bro, ist ja geisteskrank, Mann. Hey, iCrimex bekommt 100 Euro für jeden Korb. 12.000 Abonnenten damit gemacht. Bruder, was ist denn jetzt passiert? Alter, ist das krank, aber egal. Und zwar, Leute, ihr seht ja schon, hier habe ich schon heimlich sogar schon mal ein Video hochgeladen. Mein YouTube-Kanal wurde gehackt auf Leontins Kanal. Richtig, richtig geil. Und einen Short habe ich auch schon mal gemacht, stimmt. Leute, ihr seht schon, Lukas guckt immer deine Videos, Paul Berger Limo ist cool. Das war Marvin, okay, hahaha. Digga, wie geil, ey, diese Kommentare hier. Aber ey, Leute, es ist schon interessant, hier so seinen Kanal zu sehen. Wir haben aber jetzt genug von YouTube uns angeguckt, Leute. Und jetzt bin ich mal gespannt. Okay, warte, wir gehen noch, bevor wir in WhatsApp reingehen, nochmal in Snapchat. Ich muss jetzt nochmal hier gucken. Ah, nee, okay, er hat sich noch nie angemeldet. Ey, schade, schade. Jetzt können wir noch uns anschauen vorher. Ah, App Store vielleicht? Nee, TikTok. Oh, Leute, wir gehen jetzt mal in TikTok rein. Oh mein Gott, er hat sich auch noch nicht angemeldet auf TikTok. Leute, ihr müsst wissen, das Handy hat Leontin ganz neu. Also er hat das noch nicht lange. So Leute, ich würde sagen, wir schauen jetzt nochmal weiter. Aber ich denke, so langsam könnten wir auf jeden Fall in WhatsApp gehen, Leute. Oh mein Gott. Die Frage ist, Leute, mit wem schreibt Leontin? Ich bin so gespannt, Leute. Ich würde sagen, ich öffne jetzt die App, aber erstmal ohne euch. Damit ich erstmal sehe, ob ich irgendwas hier leake. Okay, Leute. Also erstmal ganz wichtig, das wird jetzt erstmal zensiert alles. Okay Leute, und bevor wir jetzt auf das WhatsApp von Leontin gehen, ganz wichtig, wenn euch dieses Video hier gefällt und ihr genauso wie ich Videos machen wollt, dann checkt jetzt mal den Simple Cut Videoschnittkurs aus. Ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt und auf 500 Stück limitiert. Simple Cut schneidet meine Videos übrigens schon 3 Jahre und ihr könnt genauso wie er lernen, auch Videos zu schneiden. Unbedingt abchecken. Und zwar hier unten ist so eine Nummer. Dann den Namen zeige ich nicht. Dann haben wir hier Marvin. Ich wusste gar nicht, dass Marvin schon mit Leontin hier geschrieben hat. Ich habe noch nicht seine Nummer, seine neue. Die Nummer sieht man wieder nicht und das Bild, Leute. Hä? Digga, was ist das denn? Die Lara? Hä? Wer ist denn die Lara, Leute? Hä? Warte mal kurz. Das ist auch noch gar nicht so lange her, Digga. Leontin war die ganze Zeit am Handy vorhin. Hey du, ich finde dich hier richtig süß. Hä, wer bist du? Schreibt Leontin. Hä, ich bin von deiner Schule, weißt du nicht? Nee, ich bin von der 3. Klasse und ich liebe die Videos von dir, du bist so heiß. Hä, Bro? Warte mal kurz, Leontin ist 8 Jahre alt, Digga, was schreibt die für heiß, Digga? Ich hab keinen Bock auf dich. Ich hasse Mädchen. Digga, Leontin ist der Beste, sage ich euch, ne? Oh mein Gott. Also Leute, natürlich, bestimmt meint Leontin das gar nicht so, wie er schreibt, ne? Aber, ja gut, in dem Alter ist das, glaube ich, normal, ne? Ein bisschen. So, aber wieso? Ich bin in dich verliebt. Oh mein Gott, Leontin hat eine Verehrerin. Die Lara, ich kenne die gar nicht. Interessant auf jeden Fall. Leontin schreibt aber, ich will keine Freundin. Woher hast du die Nummer? Einer aus deiner Klasse hat die mir gegeben. Bitte, was soll das heißen? Triff dich mit mir. Treff dich mit mir. Nee, keine Lust, ich esse nur Burger Pommes mit Marvin und Lukas. Digga. Ey, das ist ja richtig geil. Leute, wisst ihr was? Ich versuche die jetzt mal anzuschreiben. Vielleicht ist die ja dann sofort online. Ich werde die jetzt ein bisschen hops nehmen, ein bisschen pranken, Leute. Als Leontin, ne? Aber keine Sorge, Leontin, ich kläre das danach auch wieder auf. Ich würde sagen erstmal, hi. Die Lara, ich will mich mit dir treffen. Aber ich tue jetzt sie ein bisschen hops nehmen, auf jeden Fall. Sorry schon mal an der Stelle an die Lara. So Leute, jetzt schauen wir mal, ob sie online geht. Oh mein Gott, Leute, sie ist jetzt online auf jeden Fall. Und ich würde sagen, mal schauen. Ne? Ich glaube, sie jetzt hat sie es. Oh mein Gott, sie hat es schon gelesen. Wahrscheinlich kann sie es gerade nicht fassen. Oh mein Gott, sie schreibt, Leute. Oh mein Gott, sie schreibt. Oh! OMG hat sie geschrieben. Haha, Digga. Okay. Hast du mal? Schreibt sie noch was? Mal gucken. Digga, hä? Sie schreibt noch so, Digga, was schreibt sie denn noch? Ich liebe dich, Bro. Ja, Digga, das ist ja maximal übertrieben. Leute, ich antworte jetzt hier von Leontins Handy aus. Ich sag aber ganz wichtig, schreibe ich so, Leute. Wir nehmen auf und gehen Megas, schreibe ich so. So, Leute, ich werde sie jetzt ein bisschen hops nehmen. Ich bin so gespannt, wie die reagieren wird auf den Prank. Ey, Digga, Autokorrektur, was ist das denn? So. Okay, Leute. Ey, die ist die ganze Zeit im Chat drin. Die ist die ganze Zeit im Chat drin, Digga. So, oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, sie hat geschrieben. Wieso auf?
nehmen, was nehmen wir auf? Wiese aufnehmen, was nehmen wir auf? Ich liebe YouTube und Magus. Hä? Digga. Ja, aber ich glaube, sie hat es schon angebissen, Leute. Wir schreiben jetzt mal so, okay. Okay, wir machen ein cooles Video. So, ich will beschwören, Leute, dass sie fragt so, ja, okay, was für ein Video sozusagen. Ich hoffe, sie fragt das jetzt gleich. Hä? Sie schreibt so, okay. Ja, Digga. Ich komm, dann muss ich, glaube ich, nachfragen. So, ich schreibe so, willst du wissen, was? Willst du wissen, was? Okay. Ey, Leute, ich glaube, die wird richtig sauer sein. Ich werde euch gleich verraten, nämlich, was kommt. Sie schreibt, oh, sie schreibt was. Okay. Und jetzt, Leute, jetzt kommt das Fiese vom Prank. Ich schreibe jetzt so. Leute, wie gesagt, ne, ich werde das gleich aufklären. Und wie gesagt, das meine ich auch gar nicht böse, ne. Ich schreibe einfach so. Dumme die Lara. Bestimmt ein Tag mein Leben. Ey, das ist so gemein, Leute. Ey, ich hoffe, die wird nicht böse sein. Und ich hoffe natürlich Leontin auch nicht. Digga. Ich werde das aber gleich aufklären, keine Sorge. Sie schreibt, ey, oh mein Gott. Oh, Leute, sie schreibt wieder. Okay, Leute, sie schreibt so, ey, du bist blöd. Leute, ich würde sagen, wir schreiben jetzt mal so, hahaha. Ha, ha. So, hahaha, ha, ha. War nur ein Witz, Leute. Hier ist Lukas BS, Leute. So, mal schauen, wie sie darauf reagieren wird, Leute. Was? OMG, schreibt sie so, lol. Sie schreibt, Beweis. Oh mein Gott, ich soll jetzt also beweisen, dass ich das bin, oder was? Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier so ein Bild einfach rein. Oh mein Gott, Leute, ich habe jetzt so dieses Bild so geschickt. Sie ist auf jeden Fall gerade noch nicht im Chat online. Okay. Oh mein Gott, sie hat es gelesen. Okay. OMG, du bist der Beste. Haha, Digga. Leute, ey. Okay, Leute, was soll ich ihr schreiben? Ich weiß nicht. Ey, was machst du da? Was machst du da? Gar nichts. Ey, was machst du da? Ey, sag mal ehrlich, Leontin, wer ist die Lara? Digga, die, ich weiß nicht, die schreibt mich die ganze Zeit an. Hä? Ja. Ach so, ja, ey, es tut mir leid, ich hab ein bisschen... Wieso hast du das gemacht? Ja, ich hab ein bisschen mit ihr geschrieben. Ich bin richtig sauer. Hä, wer bist du? Ja, ich wusste nicht, wer die ist. Ja, du hast ja so ein bisschen mit der geschrieben, habe ich gesehen, ne? Oh mein Gott, ey, ich hoffe, du findest okay, was ich geschrieben habe. Süß, ich hab keinen Bock auf dich. Ich hasse Mädchen, ich hasse die. Ja, ey, warum hast du das geschrieben? Das ist voll gemein, Leontin. Nein. Nein? Aber wieso? Ich bin nicht verliebt. Ich will keine Freundin. Woher hast du meine Nummer? Genau, das hattest du ja noch geschrieben. Nee. So, komm, hey, ab hier habe ich. Hey, warte. Was denn? Hey, die Lara, ich will mich mit dir treffen. Ey, aber ich hab sie dann hops genommen. Lies mal weiter. Ja, wo ist das? Ja, du hast, guck mal hier, ich will mich mit dir treffen, dann schreibst du so, oh mein Gott, ich liebe dich. Aber ganz wichtig, wir nehmen auf und gehen mit Magus. Wieso aufnehmen? Was nehmen wir auf? Ich liebe YouTube und Magus, schreibt sie. Okay, wir machen coole Videos. Okay, willst du wissen, was? Was? Dumme die Lara, bestimmt. Die Lara bestimmt einen Tag im Leben. Sag ehrlich, ich hab die Hops genommen, oder? Du bist blöd. Sag ehrlich, Lara, ich hab die Hops genommen, Leontin. Ein Witz, hier ist Lukas BS. Oh mein Gott! GGF. Dann habe ich so ein Bild geschickt, die ist so total ausgerastet. Ciao. Und dann bist du reingekommen. Was hat sie geschrieben? Was hat die da umgeschrieben? Oh mein Gott, du bist der Beste. Beste wahrscheinlich, meint sie. Ey, ich bin so sauer. Ey, aber ich hab die Hops genommen. Ja, hast du, aber ich bin so sauer. Ja, ey, es tut mir leid, Leontin. Was hast du noch alles gemacht? Ey, ich sag ehrlich, es war ein bisschen unehre, ich gib's zu, ich sollte eigentlich nicht an dein Handy. Ja, ey, ich nehme nie wieder mit dir auf, ja. Meine Freundin wäre. Ey, was? Hallo, Leontin. Okay, warte kurz, bevor du gehst, ich muss noch eine Sache beichten. Ja? Ich hab wieder deinen YouTube-Kanal gehackt. Digga, ey, ich hasse dich. Guck mal, du musst es mir mal angucken, ich hab was gepostet. Was hast du gepostet? Geh mal auf deinen Kanal. Ey, was? Ey, nein, bitte. Nein. Oh mein Gott, Leute, Leontin ist jetzt weg. Leute, geht mal alle zu seinem YouTube-Kanal rüber, abonniert den und schreibt mal unten in die Kommentare, dass Leontin wieder zurückkommen soll. Auf Ehre, bitte, Leute. Auf jeden Fall, lasst ein Abo da. Bis dann. Ciao, ciao.